Ja, the perfect fountain pen, la pluma fuente perfecta, der perfekte Füllhalter beginnt mit der Feder. Cada pluma es tan bueno como su pluma y en una pluma perfecta los trazos en esta dirección son muy finos, die Striche mit einer perfekten Feder in dieser Richtung sind sehr fein. The traces in this direction are very fine. And if you move in this direction, you have a distinction between fine and thick lines. And everything is done without pressure. Si comparamos este a una pluma normal que tú encuentras en la mayoría de las plumas, casi los trozos en esta reacción, die Striche in dieser Richtung sind praktisch gleich. Und wenn wir jetzt in die Bewegung gehen, if we move our pen, we can see there's not much distinction in the line thickness. Wir sehen hier den schönen Wechsel von dick und dünn und hier kaum ein Unterschied. Wenn man also einen Füllhalter mit so einer Feder benutzt, kann man mehr oder weniger auch einen Tintenroller benutzen. If you use a fountain pen with a nib like this, you can more or less use a rollerball. Das Interessante einer Feder kommt eben dann, wenn automatisch durch dick, dadurch, dass die Feder hier auf der Breitseite läuft und hier auf der Schmalseite, dass dadurch die Striche unterschiedlich stark werden. So, lassen Sie uns die beiden Federn vergleichen. Hier die Feder, die Stahlfeder mit vorne abgerundet, während die Goldfeder auf der anderen Seite flach ist. La pluma de oro sin este parte redondo. The gold nib, you can see, ends with a stub. This one rounded more or less like a rollerball. We compare this to a dip-in nib. As you can see, this is a browser nib. Es ist una pluma de browser. Und jetzt die gleiche Feder. Hier gerundet, hier geschärft. Man kann sehen, la misma pluma, este como tú compras y este afinado. One, this nib is like you buy it, this one is sharpened. And now let's compare this in writing. Lassen Sie uns die beiden Federn vergleichen. Si tú comparas este, tú puedes ver la pluma afinado ahora tiene esta distinción de los trozos. As you can see, now the nib has this distinction in the stroke. Jetzt kann man sehen, wie die Feder unterschiedlich dick schreibt.
Was jetzt noch fehlt, que falta ahora, what is missing is that if you apply pressure, you can see you have this difference in the strokes, but now with a lot of pressure, one thing is missing. This is the flexibility of the pen. And now let's compare this to a nib which is flexible. Und jetzt kommt die flexible Feder. Und jetzt, and now a flexible nib. You have this distinction in the strokes, and at the same time you have this difference in stroke width if you apply pressure and without pressure. Now without pressure and with pressure. As you can see, every nib needs to be sharp, for example like this one, but at the same time you need this flexibility.